Meine Damen und Herren, liebe Sternfreundinnen und Sternfreunde, Oliver und ich begrüßen Sie wieder recht herzlich zum vierteljährlichen Sternhimmel-Video. Heute geht es um den Himmel im Herbst. Für uns Sterngucker insofern von Vorteil, dass es früher dunkler wird, insbesondere nach Ablauf der unsinnigen Sommerzeit, und wir haben gute Aussicht auf die lichtschwachen Objekte des Herbststernhimmels. Da wir in der Astronomie lichtschwache Objekte beobachten, vom Mond einmal abgesehen, versteht es sich von selbst, dass wir zum Beobachten einen möglichst dunklen Standplatz suchen. Am schwersten haben es da die Großstädte, die dafür weiterfahren müssen. Wir in Bad Homburg am Vordertaunus haben es da einfacher. In einer Viertel- bis halben Stunde haben wir schon einen guten Beobachtungsplatz im Hintertaunus erreicht. Aus Frankfurts Zentrum wäre es eine halbe Stunde mehr Fahrzeit, also auch noch im vertretbaren Rahmen. Dass wir Sternfreunde zum Beobachten immer weiter in die Peripherie der Ballungsräume verbannt werden, liegt an dem Phänomen, das man als Lichtverschmutzung bezeichnet. Wir verstehen darunter die zunehmende Aufhellung durch das Streulicht der Städte, das an Staub und Wasserdampf der Lufthülle reflektiert wird und den Himmel so aufhellt, dass schwache Objekte dagegen nicht mehr ankommen. Aus Satellitenaufnahmen wird dies erschreckend deutlich. Wer sich zu diesem Problem näher informieren will, dem sei die Webseite lichtverschmutzung.de der Vereinigung der Sternfreunde empfohlen, sowie die entsprechende Wikipedia-Seite. Da dies auch gesundheitliche Folgen haben kann, wegen der Störung des natürlichen Tag- und Nachtwechsels, haben einige fortschrittliche Lokalpolitiker bereits erkannt, dass in einem ungetrübten Sternenhimmel touristisches Potenzial liegt. So gibt es bereits in der südlichen Rhön und in Brandenburg in der Gegend um Rathenow Sternenparks, bei denen durch geeignete Maßnahmen überflüssiges Licht vermieden und somit ein dunkler Nachthimmel erreicht wird. Das lässt mich elegant zu einer anderen dunklen Gegend überleiten, die allerdings nicht auf der Erde lag. Auf dem Mond war es am 28. September dunkel, weil wir eine totale Mondfinsternis hatten, bei der der Mond auf seiner Bahn in den Schatten der Erde geriet. Wir hatten ja schon im letzten Video darauf hingewiesen. Konnten Sie das Ereignis mit eigenen Augen sehen? Ich zeige Ihnen im Hintergrund eine Reihe von Aufnahmen, die wir von der Astronomischen Gesellschaft Orion Bad Homburg an unseren Instrumenten gemacht haben. Die Medien haben viel Aufmerksamkeit auf den Blutmond verwendet. Das heißt, das Phänomen, dass der Mond im Kernschatten der Erde, wie diese Grafik zeigt, eigentlich völlig dunkel sein müsste. Dass er es nicht ist, sondern noch in rötlichem Licht erkennbar ist, liegt daran, dass unsere Erdatmosphäre langwelliges rotes Licht durch Streuung in den Kernschatten gelangt. Ohne die Schönheit dieses Anblicks mildern zu wollen, handelt es sich doch um einen bei jeder totalen Mondfinsternis mehr oder weniger gut sichtbaren Effekt. Allerdings macht die Tatsache, dass die rötliche Färbung nur bei den selteneren totalen Mondfinsternissen vorkommt, bei denen der Mond völlig im Erdschatten verschwindet, den sogenannten Blutmond schon zu etwas Besonderem, was die mediale Beachtung rechtfertigt. Da der Mond zum Zeitpunkt der totalen Finsternis der Erde besonders nahe stand, war er noch besonders groß. Ein Umstand, der unter der Bezeichnung Supermond durch die Medien ging. Der Vergleich des verfinsterten, rötlich leuchtenden Mondes mit einer mit gleicher Optik gemachten Aufnahme von der Mondfinsternis im März 2007 zeigt deutlich den Effekt. Gehen wir jetzt von den Himmelskörpern unserer näheren kosmischen Umgebung weiter ins All und wenden uns den Sternen zu. Im Norden hat wie jedes Jahr der große Wagen oder die große Bärin wieder seine tiefste Position über dem Nordhorizont erreicht. In dieser
Position fährt der große Wagen richtig, also nicht kopfüber, mit nach links weisender Deichsel, die ja allerdings wegen des Umlaufs um den Himmelspol im Uhrzeigersinn ein Fahrzeug untypischerweise hinter sich herzieht. Sehen wir allerdings unter Hinzunahme einer weiteren Anzahl schwächerer Sterne in dem Sternbild die große Bärin der griechischen Sage, dann stimmt die Marschrichtung nach rechts. Nur der den drei Endsternen geschuldete Schwanz ist bärenuntypisch. Aber wir befinden uns ja in der Astronomie, nicht in der Zoologie, sodass uns diese Freiheit erlaubt sei. Die fünffache Verlängerung der Verbindungslinie der beiden letzten Wagenkastensterne zum Himmelspol führt uns zum Polarstern, der uns zugleich immer die Nordrichtung anzeigt und dass dessen hellster Stern den Weg ins Sternbild des kleinen Bären, das sich in Richtung Deichsel fortsetzt. Aus unseren früheren Videos kennen Sie im großen Wagen das schöne vierfache Sternsystem des mittleren Deichselsterns Mizar. Schon mit bloßem Auge erkennt man die beiden Sterne Mizar und Alcor eng beieinander. Mit einem kleinen Amateurfernrohr sieht man schon den Begleitstern der helleren Komponente. Um den schwächeren Stern Alcor auch noch doppelt zu sehen, brauchen Sie schon ein großes Fernrohr oder 3 Promille im Blut. Ambitionierte Beobachter mit Amateurfernrohr und Sternkarte können sich im großen Bären auf die Suche nach den Spiralnebeln M81 und M82 machen, sowie auf den Spiralnebel M51 unter der Deichsel, der schon zum Sternbild Jagdhunde gehört und schön von oben zu sehen ist. Am Westhimmel verabschieden sich die Sternbilder des Sommers. Die Monate Oktober und November bieten in den Abendstunden bis 22 Uhr die letzte Gelegenheit, das berühmte Sommerdreieck komplett zu sehen. Es besteht aus den Sternen Vega, Deneb und Altair, den Hauptsternen der Sternbilder Leier, Schwan und Adler. Altair verschwindet dabei am frühesten, weil er am tiefsten im Süden steht. Vega steht dagegen so weit nördlich, dass sie auf unserem 50. Breitengrad auf dem Horizont steht. Auf der Breite von Hamburg geht sie zum Beispiel schon gar nicht mehr unter, ist also das ganze Jahr über zu sehen. Was den Sternenhimmel im Herbst und beginnenden Winter so schön macht, wenn wir an einem dunklen Standort um den Neumond herum beobachten können, ist die Milchstraße in ihrem Verlauf von den Sommersternbildern quer über den Himmel über uns bis zu den ersten Wintersternbildern im Osten. Ihr Weg führt vom Sternbild Schwan herkommend in den Bereich der Herbststernbilder aus dem Sagenkreis um die antike Prinzessin Andromeda. Da ist zunächst in der Nähe des Zenits das Sternbild Kepheus in der Form eines Fünfecks, wie man schnell ein Häuschen skizziert. Wegen seiner nicht allzu hellen Sterne muss man schon genau gucken. Der Stern Delta des Kepheus hat Berühmtheit erlangt in der Geschichte der Entfernungsmessung zu den nächsten Galaxien. Schneller zu entdecken ist da das schöne Sternbild Cassiopeia, das wegen seiner charakteristischen Form auch das Himmelsweh genannt wird. Während Cassiopeia und Kepheus keine speziellen Herbststeinbilder sind, weil wir sie als sogenannte zirkumpolare Sternbilder durch ihre Nähe zum Himmelspol das ganze Jahr übersehen können, schließen sich an die Cassiopeia nach Süden aber die für den Herbst bekannten Sternbilder an. Da ist im direkten Anschluss an Cassiopeia das Sternbild Perseus zu nennen, dem der griechische Held seinen Namen gegeben hat, der die Prinzessin Andromeda vor dem Seeungeheuer Ketos gerettet hat. Perseus hat, um bei den Buchstaben zu bleiben, die Form eines K. Zwischen dem W der Cassiopeia und dem K des Perseus lohnt sich das Stöbern mit dem Feldsticher. Neben dem Sternreichtum der Milchstraße, der durch das Gesichtsfeld unserer Optik huscht, bleibt zwischen den beiden Sternbildern unser Blick an dem schönen Doppelsternhaufen H und Chi hängen. Der helle Stern Beta im Perseus ist ein veränderlicher Stern, dessen Helligkeitsgewechsel geschieht aber nicht durch physikalische Prozesse im Stern, sondern schlicht durch einen
etwas dunkleren Begleitstern, der auf seiner Umlaufbahn knapp alle 2,9 Tage vor dem Hauptstern Algol tritt und dessen Helligkeit für eine kurze Zeit um immerhin 2,3 Größenklassen absenkt. Auch das, eine Finsternis im All, mit 93 Lichtjahren Entfernung nur viel weiter weg als unsere Mondfinsternis und mit anderen Akteuren. Vom Zenit mit Cassiopeia und Cepheus stoßen wir in Richtung Süden auf die Herbststernbilder. Der Himmel wird hoch im Süden dominiert von dem riesigen Viereck des Sternbilds Pegasus. Wenn wir von unserer kleinen Sternkarte mit entsprechend kleiner Sternbildwiedergabe zum Himmel aufblicken, müssen wir uns regelrecht umstellen. Von dem Viereck, das den Körper der Figur bildet, gehen von den beiden rechten Sternen Ketten von Sternen aus, die in der griechischen Vorstellung Kopf und Vorderbeine des geflügelten Pferdes darstellen, wenn auch auf dem Kopf. Auch die hintere Hälfte fehlt in der antiken Sternbildvorstellung, als hätten die namensgebenden antiken Astronomen hier mythologische Resteverwertung betrieben, um auch den Pegasus aus der Andromeda-Sage unterzubringen. An den Stern links oben des Pegasus-Vierecks schließt sich nun die Andromeda an, die aus zwei nach Osten auseinandergehenden Sternreihen besteht. Über der oberen Sternreihe sehen wir weit draußen in sternklarer Nacht sogar mit bloßem Auge die uns nächste Galaxis oder Milchstraße, den Andromedanebel M31. Unterhalb der Andromeda sehen wir in dem kleinen Sternbild Dreieck oberhalb der rechten Spitze desselben mit M33 eine weitere Galaxis, die aber einen nicht ganz so spektakulären Anblick bietet. Den Herbsthimmel kennzeichnet, dass er wenig helle Sterne hat, die prägenden Sternbilder also unauffälliger sind als zum Beispiel die des Wintersternhimmels. Insbesondere gilt das für die Herbststernbilder auf dem Tierkreis. Steinbock, Wassermann und Fische und tief im Süden unterhalb des Tierkreises der Walfisch. Wir finden diese Sternbilder am besten in einer dunklen Nacht durch genauen Vergleich, zum Beispiel mit unserer drehbaren Sternkarte. Bewährt hat sich, von bekannten zu unbekannten Sternen in Gedanken Hilfslinien zu ziehen, zuerst auf der Sternkarte, dann am Himmel. Übung macht auch hier den Meister. Und wenn es nicht gleich gelingt, ist dies kein Grund zum Verzweifeln. In der nächsten Volkssternwarte oder astronomischen Verein findet man unter Gleichgesinnten Sternfreunde, die einem weiterhelfen. Wer diese Möglichkeit nicht hat, aber ein Smartphone, kann eine App benutzen, die das Identifizieren der Sternbilder erleichtert und zugleich interessante Beobachtungsobjekte anzeigt. Immerhin hat der Walfisch mit dem Stern Formalhaut einen hellen Stern, der im Oktober und November tief im Süden schön glänzt und den Weg zum Rest des Sternbildes weist. Je weiter die Nacht fortschreitet, desto mehr Sternbilder des Winterhimmels künden im Osten die kalte Jahreszeit an. Als hübschen Vorboten sehen wir das Siebengestirn, das doch vor seinem Sternbild Stier erscheint und immer wieder durch seinen Anblick in Feldsticher oder kleinem Fernrohr erfreut. Auch das Sternbild Fuhrmann erscheint schon früh mit seinem Hauptstern Capella, der mit dem Sommerstern Vega gemeinsam hat, dass er fast zirkumpolar ist. Was sich am abendlichen Sternhimmel diesen Herbst rar macht, sind die Planeten. Von den mit kleinen Instrumenten sichtbaren Planeten bewegt sich lediglich Uranus im Sternbild Fische. Dagegen erleben Frühaufsteher diesen Herbst einen wahren Planetenreigen am Morgenhimmel, kurz vor Sonnenaufgang. Bis Ende Oktober ist der schwer sichtbare Merkur kurz vor Sonnenaufgang zu sehen. Im Sternbild Löwe, das bereits zu den Frühlingssternbildern gehört,
tummeln sich südlich des Hauptsterns Regulus der Planet Venus als heller Morgenstern, östlich davon Jupiter und dazwischen, rechtzeitig zum Kinostart des Films Der Marsianer mit Matt Damon, unser Nachbarplanet Mars. Wenn sich noch der abnehmende Mond dazu gesellt, lohnt der Blick zum Morgenhimmel besonders. Nicht vergessen wollen wir den alljährlichen Sternschnuppenregen der bekannten Leoniden. Es handelt sich um einen Meteorschwarm, der aus der Blickrichtung des Sternbildes Löwe, lateinisch Leo, kommt, in der Woche vom 14. bis 21. November am auffälligsten ist. Obwohl die Leoniden in diesem Jahr mit nur bis zu 20 Sternschnuppen in der Stunde eher bescheiden ausfallen, könnte doch mal die eine oder andere richtig helle Schnuppe dabei sein. Ergiebiger wird der Meteorstrom der Geminiden vom 7. bis 17. Dezember sein, die ihre Maximum in der Nacht vom 13. auf den 14. Dezember mit bis zu 120 Meteoren pro Stunde haben. Reichlich Gelegenheit also, Wünsche gen Himmel zu schicken. Ziehen Sie sich für die Beobachtung aber warm an, sonst haben Sie neben Sternschnuppen auch noch einen Sternschnupfen. Am Schluss unseres Videos zeigen wir Ihnen das Beispiel einige schöne Bilder vom diesjährigen Sternschnuppenschwarm der Perseiden, die Oliver im Sommer an der Ostsee beobachtete. Nach dem Rückblick auf die Mondfinsternis als Ereignis in unserem allernächsten Planetensystem wollen wir den Bogen schließen mit einem Blick auf den fernsten Planeten unseres Sonnensystems. Im Sommer ist die Raumsonde New Horizon beim Zwergplaneten Pluto gewesen, den nur eine sehr kleine Anzahl von Amateurastronomen mit vergleichsweise lichtstarken Optiken überhaupt sieht. Erstmals sehen wir nun Details des Doppelplaneten Pluto mit seinem großen Begleiter Charon. Eisig und felsig ist die Oberfläche des kleinen Himmelskörpers, den unter anderem wegen seiner geringen Größe die Astronomen der Internationalen Astronomischen Union, IAU, zu einem Zwergplaneten degradiert haben. Auf dem zweiten Bild erkennen wir beide, Pluto und Charon. Bei der dritten Aufnahme der stark strukturierten Oberfläche möchte man den Planeten am liebsten mit der nächsten Sonde einige Tuben Creme gegen Zellulite mitschicken. So zerfurcht sieht es da aus. Über weitere Ergebnisse der Raumsonde werden wir Sie bei Gelegenheit weiter informieren. Entweder hier oder auf dem Blog der Astronomieschule, den wir Ihrer Beachtung empfehlen. Auch einer großen wissenschaftlichen Revolution können wir diesen Herbst gedenken. Am 25. November jährt sich zum 100. Mal der Tag, an dem Albert Einstein mit einem kleinen Aufsatz von 3,5 Seiten in den Sitzungsberichten der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin die Feldgleichungen der Gravitation veröffentlichte. Diese Arbeit ist der Kern der allgemeinen Relativitätstheorie, die wie keine andere unsere Sicht und unser Verständnis des Weltraums verändert hat. In der September-Ausgabe von Bild der Wissenschaft finden Sie gute Aufsätze darüber. Wir können das Thema heute hier nicht vertiefen, sondern werden das sicher einmal an anderer Stelle tun und begnügen uns stattdessen mit der launigen Feststellung, alles ist relativ, auch Schokoladentorte ist Dreck, wenn sie auf den Perserteppich fällt. Bleiben Sie gut gelaunt und haben Sie möglichst viele sternklare Nächte unter dem funkelnden Herbsthimmel. Das wünschen Ihnen Ihre Sternführer Joachim Labudde und Oliver Debus.